Hallo, machen weiter mit How to Survive 2. Wir haben sie Brütschmüsse ausfindig machen. Und irgendeine Sage besorgen. Aber er will nicht zurückkommen zu ihm. Das sind so die Hillsbillies. Aber ich habe noch einen Auftrag abzugeben. Ja, schau, jetzt, ich kann wirklich Schlösser knacken. Aber ich weiß nicht, ob ich jedes Mal einen Schraubenzieher verbrauche oder ob ich einfach nur muss dabei haben. Stufe 4, komisch, es funktioniert immer gleich. Ich hoffe, es verbraucht nicht jedes Mal alleine. So, das ist das eher im Archt. Es kann jetzt so sein, dass man Schubladen, was man nichts hat, anzeigt, das Symbol anzeigt wird, dass es kauft. Wir sind noch kräftig überladen. Zudem kehre ich später nochmal zurück. Man sieht jetzt so Wettereffekte. Es kann regnen und so weiter. Ob es Jahreszeit hat, weiß ich nicht. Hören da noch was? Aber die Eingänge kommen immer zum Kovac. Und dann haben wir ja den Job gegeben, dass ich kann. Eine Waffe. Das Waffenteil bauen. Ich weiß gar nicht. Waffenfabrik ist es nicht. Verstanden. Ich werde mal wieder das Wasser finden. Aber das ist immer an einem anderen Ort. So wie es aussieht. Das ist immer ein bisschen neu versteckt. Ja, hier ist es. Sehr gut. Die Zeitung kann ich ja nicht nehmen. Spezialaufträge könnte ich jetzt natürlich mal schauen, ob ich so einen mal machen kann. Was da unten anzeigt. Fine. Now that you've placed the first stone of your building, I'm talking about your trunk, Survivor. We'll move. Ah, ich soll sie zuerst bauen. Oder sollen wir gerade eine Schnellreise geben, hier zurück? Schon nicht ohne. Oder das mit ihrer Kiste schnell wie noch nicht. Ah nein, ich komme wieder da raus, ist heute. Und denkt, es beamt mich jetzt zurück. Genau, der. Fahren wir noch ein bisschen zum Zurückweg. Ui. Kann ich auch so? Na wegsäckelt. Jawohl. Es könnte viele sparen. Wir gehen mal da zurück. Und da vorne um. Kehren, aber. Stich. Ja, schon wieder Hunger. Und
hat das. Also für einen Notfall im Lager, glaube ich, 2 Dosen je oder so. Das wird vielleicht noch etwas zu essen finden. Hier muss ich noch durchgegangen sein. Ja. Ah, Hasen. Ich habe es gerade im Augenwinkel gesehen, das sind Hasen oder so. Man sieht sie nur am Rand. Habe ich nicht den gesucht. Der Hase gesucht. Jetzt mögen sie schon 3 Stiche haben, die meisten. Ein schöner Tag. Ja. Jetzt noch ein Schlösser. Geil. Da haben wir noch ein bisschen Food her. Und weg. Hey. In den engen Räumen ist sie nicht so gut. Ich habe nur 2 Waffen im Schnellauswahlmenü. Ja, ich hoffe, es ist später noch mehr. Was ist das? Limo? Das sammeln wir raus. Das Gebäude ist noch gut da zu lagern. Da kann ich immer etwas sammeln. Ob du die Tür auch immer wieder knacken musst oder ob du die aufbleiben, wenn sie mal aufgemacht ist. Und ob sie es schliessen sollte, dass die Zombies, die drinnen respawnen, spawnen, mit immer wieder frisch kommen. Einfach so können rauslaufen. Das finden wir jetzt hier raus. So. Also. Baumenü. Truhe, Waffenkammer hier. Und jetzt? Jetzt muss ich es so rausholen. He? Natürlich super, da bringt er mein Haag da sehr viel. Ich kann gar nicht weiter weg davon. So eine Shit. Da baue ich halt den Haken da so hier über an das Haus. Kann ich da drüber klettern? Yes. Da kommen die Zombies auch drüber. Soviel ich weiss, kann man die aber auch wieder verschieben, oder? Ja, das kann man sicher verschieben. Das verbessern wir mal. Und schauen mal, was geht. Der Diplomat. Okay. Patronen kann ich auch bauen. Gewehr. Geil. Fällt mir natürlich heftig das Material. Aber so eine Pistole wäre noch so. Nicht schlecht. Jetzt verbraucht man aber den Hammer. Ich hoffe, ich habe 2. Nein, nur einen, oder? Okay. Was
bringt es denn, wenn ich das upgrade, das Ding? Haltbarkeit wird einfach erhöht. So, können wir endlos treten, oder? Die Flasche kann man sicher dann brauchen, um nachzufüllen. Ich hoffe, das sind die für die Pistole. Armreif haben wir jede Menge. Keine Ahnung für was. Da tue ich mal her, den kann ich sicher für die Küche brauchen. Aber ich habe es noch nicht geschafft, irgendwelche Hasen zu schiessen. Also. Ah, mal mehr noch Hammer. Cool. Ich habe gerade 2 Missionen gemacht. Hat sicher etwas gebracht. So, Peter brauchen wir dann wahrscheinlich für Munition. Schraubendreher sollte ich glaube dabei behalten, mit dem kann ich Schlösser öffnen. Mit der Sage könnte ich vielleicht sogar Bretter machen. Was hat denn der 8mm Munition? Cool, ja, 200 Schuss. Machete brauche ich für die Pfeile zu machen. Was aber noch nicht schnell ist, wie ich meine Traglast erhöhen kann. Und der Stoff zurückgelegt. Ich habe 10 Verbände, kann ich den hier lassen. Limos, Zeug brauche ich für unterwegs. Kann ich noch schon etwas bauen? Holzmast, niedrige Barrikade. Küche? Bauen wir doch. Und ja, verbessern alle mindestens mal Stufe 2. Bärensaft, cool. Es ist cool, dass alles nochmal in der Kiste zu liegen haben. Gegrillter Fisch mit Erbsen, aber den brauche ich ja. Hasenrücken wäre cool, Hasenschiessen. Oder Fleisch. Das ist ein grusiges Ding. Das sieht aus wie ein... Oh, den wollen wir auftun. Das hat etwas ausgesehen wie so ein Krokodil, das ich gesehen habe. Das habe ich leider nicht mehr gefunden. Das haben wir im Sumpf entdeckt. Ja, da kommt schon wieder einer. Kann der da rein?
natürlich nicht. Das ist so ein schneller Bruder da. Jetzt sind wir noch mega der Schlossknacker. Gibt euch das auch Erfahrung? Das wäre cool. Nicht. Leere Waggon. Jetzt kommt bei den Haufen Zombies zu einem Waggon raus. Jetzt mal einen eingesperrt hat dort. Irgend so ein üble Freak. Wie Durchgang frei. Kohlebrocken. So. Ich kann wieder Missionen machen. Ich muss schon wieder Zeug zurückgelassen. Haltbarkeit 4000. Kann ich das auch verbessern? Ah. Und ich möchte es so machen, dass sie nicht ringsum angreifen können. Vielleicht nur so. Ausbauten. Nein, das ist gut. Das sind nicht ringsherum, ich kann ja angreifen. Was ich hoffe, ist, dass man es verschieben kann, dann wieder. Näher schauen kann man auch nicht. Ja, ist das schwierig, dass diese Distanz. Steht das da auf einmal an hier? Hä? Ich komme da nicht drüber. Kann ich nicht Bäume fällen mit irgendeiner Sage, habe ich doch bekommen. Wahrscheinlich nicht. Ja. Mal so. Ist hier ein Eingang. Vielleicht schaffe ich es hier noch etwas zuzutun. Sonst setze ich da halt noch so einzelne Stöcke her. So. Ich kann die Gegend absuchen, Jobs annehmen. Aber jetzt will ja da dran etwas von mir. Ständig wieder Zeug zurückbringen. Ah, jetzt soll die Pfeilbogen haben. Sie sind natürlich weg.
nicht unbedingt ein paar Hasen schiessen, so für den Food. Und jetzt noch mehr Zeug. Ist aber nicht drin. Oh, Boomer. Da kann ja da nicht rein. Kann ich mich von hier explodieren? Das will er nicht. Ich habe einen guten Erfahrungspunkt. Das kann ich auch dringend brauchen. Hunger. Cool. Der Hunger, der Durst reduzieren. Yes. Nein, immer wenn ich die Hase sehe, habe ich die falsche Waffe drauf. Scheiße. Nein, jetzt bin ich noch tot. Jetzt sehe ich es erst, ich war fast tot. Ich verliere verdammt viel EP. 1200. Shit. Muss ich mal investieren. Jetzt habe ich natürlich den Kenny mehr sich. Ich habe mega viel Erfahrungspunkte gehabt, die ich nicht verbraucht habe. Jetzt haben wir in dieser Stufe alles. Da geht nichts mehr. Armbrustbolzen kann ich jetzt... ich kann Holzbretter machen. Für was brauche ich denn die? Baseballschläger. Armbrust selber kann ich aber noch nicht bauen. Für was brauche ich den Bretter hier? Waffenkammer, Küche, Zubehör, was ist denn das? Oh. Zwei von fünf, zwei von drei. Gießerei. Machen dann gescheiter die grosse Holzbarrikade wahrscheinlich. Ich hoffe aber nicht, das verbraucht jedes Mal einen Hammer, wenn ich das einsetze. Mal schauen, kann man da kann man denn die hier kommen? Ich meine, die kann man verschieben irgendwie. Zeigt sich so grün an, aber vielleicht mit dem
Modus. So. Scheiße, kann man die nicht mehr verschieben. Da reicht der Platz für das Bauen nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich dann noch zweite so Kisten muss bauen. Da könnte ich hier noch ein paar Barrikaden herbauen. Gut versteckt gewesen. Ein Boomer. Und jetzt weg. Ui, das war spät gewesen. Elender Köter. Wir hier ist also der Rand. Haben wir das auch ausgelootet. Doch. Das explodiert nicht. Genau in dem Moment. Ja, die darf ich nicht mehr von nahem angreifen. Steinsplitter. Es wird einiges so fressen und so. Das hat nicht, hä? Ist der Blick noch recht gross? Aber. Pick, pick. Nein, jetzt dreht er sich wieder so blöd ab. Jetzt muss ich auch mal schauen, mit der Ernährung etwas zu verbessern. Oder? Oh, das geht 100%, cool. Die Stelle könnte ich auch mal ausprobieren.
gegen Clear kommt, das Stück wieder. Wow! Wie viel steckt da rein? Was ist das gewesen? Etwas gesehen? Aber Ruckel, oder? Ah, nur Ratten. Hasen würde ich gerne jagen. Aber wenn ich die Alpe sehe, ist meistens schon zu spät. Scheiß Boomer. Feuersteinsplitter haben wir jetzt dafür. Ich könnte mal noch mehr Rüstungsteil brauchen. Da. Das wäre noch ein cooler Ort für eine Basis hier. Es sind mehrere... Oh! Basen nicht aufbauen. Boah, das sind zu viel. Hey. Schnell weg! Es ging mehr von dem. Wo man dann noch gröber ist später. Also die erste Upgrade-Phase von normalen Zombies. Thank you.
ein Häuschen oder etwas ist. Das mit dem Basenbauen noch nicht ganz geschnallt. Da einfach jetzt in dieser Welt hier überall darfst eine aufbauen, die du willst. Also mehrere, oder ob du einfach einen Ort eine darfst bauen. Oder wenn man muss abreissen. Oder ob jetzt kann ich sagen, zum Beispiel, hier macht die ich kann eigentlich keine Truhe bauen. Zum Beispiel der. Mal schauen, ob der da theoretisch. Ja, das geht. Du darfst also mehrere bauen in dem Fall. Das ist gut zu wissen. Falls wir da genug Ressourcen finden, mache ich hier meine Anfangsbasis. So, wieder jede Menge Müll. Stollen immer mit, aber sonst ohne Geld brauche ich die nicht. Schutzhelm brauche ich. Flaschen sind auch cool. Kann ich da meinen Saft rein. So. Die tun wir auch rein. Aus denen mache ich Saft. Spalte. Jetzt wieder das. Da sind wir so 10 Verbände dabei. Ich kann wieder einen brauchen. So. Da gibt es mir keinen Job mehr im Moment. Jetzt kann ich wieder an eine Aufgabe nachgehen. Kein Wasser. Schäbig. Here is what I suggest. While you were away, I detected a radio signal coming from one of... It's probably nothing. Just a... You up for a trip? I'll try to pick endlich up mal die Stadt und nimm deine Zümpfe und die Wälder. Mal ein bisschen Abwechslung. So machen wir.